Nächste! Lasst uns weitermachen! Ich kann nicht, wozu, aber ich kann eben nicht. Ich kann nicht. Der Nächste! Na los, wir müssen weitermachen! 407, der Nächste! Ich kann das nicht schlumpfen, Effie. Ich bin einfach nicht stark genug. Aber natürlich kannst du das. Versuch's mal! Vorsicht, Schwächling! La 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 la. Na danke. Ich kann's einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ich kann's nicht. Hilfe! Schlumpf dich hier dran fest, Schwächli. Ich kann mich nicht mehr halten, Ellie. Ich kann nicht. Ich komme, Schwächli. Ein Verlierer, ein schwacher, wertloser, kraftloser. Hier, etwas heißer Schlumpfbeerensaft, Schwächli. Oh, danke, Schlumpfine. Dürrer, unbedeutender, kurz, ein vollkommener Trottel. Oh, Schwächli, sei nicht so hart mit dir selbst. Hefty ist so stark, dass er alles schlumpfen kann. Ich bin so schwach, ich kann überhaupt nicht schlumpfen. Oh, Schwächli. Wir müssen unbedingt etwas für ihn tun, Papa Schlumpf. Kein Schlumpf sollte so traurig und furchtsam sein wie er. Schwächlis Problem ist sein Selbstvertrauen, meine kleinen Schlümpfe. Er hat keines. Ihr müsst ihm, wann immer ihr könnt, aber helfen, es zu bekommen. Selbstvertrauen? Oh ja, leicht wie eine Feder. Jetzt wollen wir doch mal sehen. Das sollte ein Trick sein. Gute Arbeit, Handy. Schwächli, kommst du mal? Wir brauchen deine Hilfe. Ich bin ein Versager, ein ganz untauglicher Versager. Aber natürlich, was könnten wir alles schaffen ohne die Hilfe von Schwächli? Schwächli, könntest du das für mich tragen? Denn ich habe so furchtbare Schmerzen in meinem Rücken. Ich zufälligerweise auch. Ihr wollt mich wohl verschlumpfen, was? Und wie soll ich denn das bloß schaffen? Das kann ich doch gar nicht. Hey, ich hab's geschafft, seht mal. Oh, danke, Schwächli. Ja, du bist ein Schlumpfretter. Schwächli, du machst dich ja ganz fabelhaft. Wir dachten nämlich, dass dir Selbstvertrauen fehlt. Aber schließlich kann man ja von einem Schlumpf deines Schlages nun wirklich nicht erwarten, dass er immer nur an sich selbst denkt, nicht wahr, Schwächli? Ich habe dieses Problem natürlich niemals gehabt, aber lassen wir das jetzt. Wichtig ist einzig und allein, du schlumpfst einfach ganz toll. Hier, nimm noch ein paar mehr. Nein, Schlumpfi, nein! Ich dachte, er könnte noch ein paar mehr tragen. Naja. Ich kann nicht. Woher soll ich denn bitte schön wissen, dass er nicht kann? Ich kann nicht, Hefty. Nimm nur einen anderen Schlumpf. Irgendeinen Schlumpf, der stärker ist als ich, so wie ihn. Zum Beispiel Babyschlumpf. Du kannst es schaffen, Schwächli. Versuch's mal. Hey, ich kann's ja tatsächlich. Hilfe, Hilfe! Ich kann nicht fliegen! Halt dich fest, Schwächli! Wir holen dich runter! Entschuldige, Schwächli, aber wir haben es gut gemeint.
Ich glaube, jetzt hat Schwächli noch weniger Selbstvertrauen. Es ist hoffnungslos, Papa Schlumpf. Stell dir vor, selbst mir fällt nichts mehr ein, trotz meines unglaublichen Intellekts. Nichts ist hoffnungslos, meine kleinen Schlümpfe. Ich hab da vielleicht die Lösung. Kann es machen, Creme? Kann sie denn vielleicht zaubern, Papa Schlumpf? Sie gibt magische Kräfte, Schwächli. Schlumpf ein klein wenig davon auf deine Nase und du kannst alles schaffen, was du willst. Das muss ich gleich mal probieren. Du wirst es sofort fühlen. Na, merkst du schon, dass du stärker wirst? Ich glaube ja, Papa Schlumpf. Ja, ich merke es, Papa Schlumpf. Ich merke es, ich merke es, ich merke es. Das ist alles nur eine Sache der angewandten Physik. Ich hasse angewandte Physik. Wie bekannt, der Schlumpfwinkel ist gleich dem Bogen der... der Schlumpfaktivität! Wow! Es funktioniert! Es funktioniert! Brauchst du vielleicht Wasser für deine Gießkanne, Schlumpfine? Darf ich? Aber Schwächli! Ich hasse Eimer! Es funktioniert! Es funktioniert wirklich! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Es funktioniert, Papa Schlumpf! Es funktioniert wirklich! Ich kann tatsächlich alles schlumpfen, was ich will! Ich kann, 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 ich kann! Ich kann! La 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 la! Ein klein wenig nach rechts, Handy! Und ein bisschen höher! Geschafft, Häftling! Vorsicht! Der Stern! Mickey! Hilfe! Was passiert? Nein, nichts, Handy. Na, Schlumpf sei Dank. Aber was ist mit deinem Kran? Ich glaube, ich brauche einen Tag für die Reparatur. Dann verlieren wir einen Tag. Wir können den doch nicht selbst heben. Natürlich können wir das, Hefti. Natürlich können wir das. Fasst alle mit an. Wir können es schaffen. Wir können es. Wir können es sicher. Also los, Schlümpfe. Ein... zwei... und drei... Ja! Wir haben es geschafft! Tolles Gefühl, nicht Schwächli? Er ist schon ein ganz toller Schlumpf! Er ist schon ein ganz toller Schlumpf! Ah, Monsieur Schwächli, du bist ein wirklich perfektes Schlumpfexemplar! Ich hasse Exemplare! In Schlumpfpose, Schwächli! Einen Augenblick, Toulouse! Voilà! Monsieur Schwächli sehen aus wie ein Kraftturm. Mein ganzer Ruhm ist damit ganz sicher. Hier sind wir die beiden stärksten Schlümpfe, die es je gab. Das verdanke ich nur dir. Und Papa Schlumpf auch. Bewegt euch nicht, meine Schlümpfe, sonst fallt ihr runter. Ich muss uns alle retten. Ich
uns retten. Dazu brauche ich eine extra große Dosis. Ich muss es schaffen, ich muss es schaffen. Lauf schnell weg, Papa Schlumpf. Lauf, Schlümpfe, lauf weg. Beeilt euch, meine kleinen Schlümpfe, beeilt euch. Beeil dich, Schwächli, komm da weg. Für heldenhaftes Verhalten überreiche ich dir den Orden der Schlumpfheit. Aber Papa Schlumpf, ich war das doch nicht. Es war deine Kann-es-machen-Creme, verstehst du? Oh, wo ist sie? Probier mal, Schwächli. Oh, Schlumpfe-Marmelade. Das war alles. Kein Zauber. Nur ein klein wenig Selbstvertrauen. Was? Das war alles ich? Ich habe alles selbst gemacht? Oh, jetzt kann ich alles schlumpfen, was ich will. Und ich werde nie wieder, ich kann nicht sagen. Ich kann es wirklich, ja. 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 Haha, jetzt habe ich euch, ihr kleinen blauen Leckerbissen. Lauf, Klamsi, lauf! Hilfe! Dieses Mal werdet ihr mir nicht entkommen. Spring über die Wurzel! Welche Wurzel? Hilfe, Handy, ihr habt mich! Lass mich runter! Hilfe! Ruhe! Beim Essen redet man nicht! Oh nein! Er wird doch nicht... Hilfe! Hilfe, Handy! Ich kann das nicht mit ansehen. Hilfe! Nein, ich will nicht gegessen werden! Nichts geht doch über ein frisches Schlumpf-Sandwich. Da! So schnell weg hier, wir nehmen eine Abkürzung. Handy, du hast mein Leben gerettet. Und ich verspreche dir, das werde ich dir niemals vergessen. Ach, nicht der Rede wert, Klamsi. Schlümpfe helfen sich doch immer. Also dann, bis morgen. Gut, aber ich werde mich revanchieren. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Klamsi, was machst du denn da? Ich bring dir das Frühstück ans Bett. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Aber du brauchst dir doch keine Umstände zu machen. Wirklich nicht. Aber das mache ich doch gern für dich. Bleib ruhig im Bett liegen und überlass alles mir. Es ist angerichtet. Danke, Klamsi. Warte, warte. Zuerst die Serviette. Guten Appetit. Das ist ja sehr nett von dir, aber beim Frühstück habe ich nie großen Appetit. Macht nichts, dann gibt's dafür ein riesiges Mittagessen. Nein, nein, nein. Ich habe wirklich keine Zeit fürs Mittagessen. Ich habe in der Werkstatt noch viel zu tun. Viel zu tun? Aber dabei kann ich dir doch helfen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Also sag, was ich tun soll. Weißt du, du schaust mir besser erst mal zu. Gut. Siehst du? So. Oh, Klamsi, geh doch bitte ein bisschen mehr zur Seite. Oh, aber gern. Weißt du was? Du kannst mir ein paar Schrauben von der Werkbank holen. Mach ich. Ich hol die Schrauben von der Werkbank. Ich hol die Schrauben von der Werkbank. Hier sind die Schrauben. Was war das denn? Weiß ich auch nicht. Aber ich habe ganz schnell alle Schrauben da rausgeholt. So ist's gut, Klamsi. Du schleifst sorgfältig dieses Brett ab und ich arbeite an der neuen Vogelscheuche. Ja, das wird ihn wohl für eine Weile ablenken. Handy, ist so genug? Nein, mach weiter. Ist jetzt genug? Nein, mach weiter. Handy? Du sollst weitermachen. Handy, meinst du nicht, es reicht? Klamsi, mach weiter.
los? Wo bist du? Ich bin hier oben, Henry. Ich glaube, es reicht wohl. Das darf doch nicht wahr sein. Hier, Farmi, die vollautomatische windgetriebene Vogelscheuche. Ja, und ich habe beim Bauen geholfen. Aber da liegt ja ein großer Stein im Weg. Den werde ich gleich mal wegräumen. Nein, tu's nicht. Ach, lass nur, ich schaff's schon. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Wir müssen sie aufhalten. Die rollt auf die Häuser zu. Achtung, die automatische Vogelscheuche ist los. Vorsicht! Ich hasse automatische Vogelscheuchen. Los, Schimpfe, wir müssen sie fallen. Ja. Ich hab sie. Ich auch. Ich auch. Ja! Meint ihr, wie hat er uns? Auweia! Ich hasse Auweia. Hey, die ist ja toll, deine Vogelscheuche. Kein Vogel ist mehr zu sehen. So, und wobei kann ich dir jetzt helfen? Bei nichts, bei gar nichts, bloß nicht! Aber du hast mir doch das Leben gerettet und... Das hätte ich für jeden anderen Schlumpf auch getan, also vergiss es ganz schnell, kapiert? Gut, ich hab's kapiert. Also, Clumsy? Was soll ich tun? Schrauben holen, Bretter schleifen? Nein, du sollst bloß ein bisschen Holz für mich sammeln. Sicher, das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Ich fürchte, den werde ich nie wieder los. Ich glaube, es gibt nur einen Schlumpf, der dieses Problem lösen kann, ohne Clumsy damit zu kränken. Vielen Dank für dieses liebenswürdige Kompliment. Ich denke, dieses Problem kann nur dann gelöst werden. Ich meinte damit Papa Schlumpf. Ach so. Also, liebe Schlümpfe, wir müssen die Sache so aussehen lassen, als wäre Handy in höchster Gefahr. Handy wird um Hilfe rufen und sich dann von Clumsy retten lassen. Ja! Das ist genau der Vorschlag, den ich auch machen wollte. Der Plan ist einfach, aber genial. Ich wollte... Manchmal glaube ich wirklich, ich bin ein verkanntes Genie. Handy, bist du bereit? Ja, los, Schlumpfine, zieh ihn hoch. Ja, es klappt tatsächlich. Dann kann's ja losgehen. Also, ruft Clumsy her. Ich sammle Holz für Handy. Ich sammle Holz für Handy. Hilfe! Hilfe! Oh, das ist Handy. Halt aus, Handy! Ich komme! Hilfe! 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 Da kommt er schon. Nein, er geht den falschen Weg. Ja, jetzt kommt er. Nein, falsche Richtung. Ja, jetzt kommt er wirklich. Hilfe! Hilfe! Was ist passiert? Wo ist Handy? Ja, der große Baumstamm hat ihn eingeklemmt. Mach dir keine Sorgen, Handy. Ich werde diesen Baumstamm schon klein kriegen. Mit Schleifpapier. Psst, das Seil. Da könnte doch ein starker Schlumpf an diesem Seil ziehen. Ja, ein starker, mutiger Schlumpf wie unser Clumsy müsste an diesem Seil ziehen. Ein Seil? Oh ja, natürlich! Oh, oh doch nicht das Seil! Der Clumsy! Sowas aber auch, Handy. Du hast mich schon wieder gerettet. Jetzt muss ich mich also doppelt revanchieren. Oh. Hoffentlich klappt's diesmal, Papa Schlumpf. Da kommt er, Handy. Hilfe, Hilfe! Oh, halt aus, Handy! Ich rette dich! Es ist nur... Eigentlich kann ich nicht schwimmen. Du könntest das Ruderboot nehmen. Hä? Na klar, das Ruderboot! Wenn ich nur wüsste, wie man rudert. Ganz einfach, wir helfen dir. Halt aus, Handy! Ich bin gleich da! Nur noch einen Augenblick! Oh, nicht so schnell, Clumsy, du musst bremsen! Halte das Seil fest! Oh, Hilfe! Hilfe, ich ertrinke! Halt dich fest, Clumsy, und schlumpf um dein Leben! Wir schaffen es! Handy, du hast mich schon wieder gerettet. Es ist wirklich ein Wunder. Mich wundert gar nichts mehr. Jetzt hab ich's. So wird Clumsy sich bestimmt revanchieren können.
Wir bauen ein Monster und tun so, als ob es Handy entführt. Und der mutige Clumsy schlägt es dann in die Flucht. Ja, ein gefährliches Monster. Das bauen wir aus der Vogelscheuche. Eine sehr, sehr gute Idee, Papa Schlumpf. Oh, das sieht ja wirklich schrecklich aus. Soll es auch. Damit wird es funktionieren. Mann, das Rad sitzt noch etwas locker. Ich hole einen Stein zum Festklopfen. Seht euch das an, das gefährliche Monster! Hallo, ihr Schlümpfe da drin! Ist ja ganz schön hässlich! Handy wartet da drüben auf sein Monster! Wirklich sehr gut gelungen, Papa Schlumpf. Das war eine prima Idee von dir. Ich hasse Monster. Und ich hasse auch Monster, die brüllen. Oh, toll, was ihr aus meiner Vogelscheuche geschlumpft habt! Ihr macht das prima, Schlümpfe. Hilfe, Clumsy, rette mich. Das hört sich ja fast echt an, finde ich. Ihr dürft mich doch nicht so fest drücken. Das ist die tollste Idee, die Papa Schlumpf jemals gehabt hat. Hey, was soll das? Bring das zurück. Moment mal, das fühlt sich ja echt an. Das ist überhaupt keine Vogelscheuche, es ist wirklich ein Monster. Hilfe, Hilfe, helft mir! Großer Schlumpf, Handy befindet sich in den Klauen eines echten Monsters. Hey, du, du großes Biest, lass Handy sofort runter. Ja, und zwar ein bisschen plötzlich, wenn ich bitten darf. Papa Schlumpf würde nämlich... Hilfe! Hilfe! Ich habe keine Angst, ich habe keine Angst. Du kannst dich auf mich verlassen, ich werde dich befreien. Jetzt geht's dir an den Kragen! Wow, Clumsy, du hast mir das Leben gerettet. Wirklich? Dann sind wir ja jetzt endlich quitt. Jawohl, das seid ihr. Und ich bin stolz auf euch beide. Aber nicht doch, Papa Schlumpf. Hä? Also, wie ich die Sache sehe, steht Handy in der Schuld von Clumsy, der jetzt wiederum Handy gerettet hat. Und deshalb müsst ihr jetzt natürlich Handy, ich meine natürlich Clumsy. Also, wie Papa Schlumpf schon sagte, jetzt sind die beiden quitt. Tafelrunde waren die tapfersten der ganzen Welt. Übrigens habe ich eine Ode auf einen Ritter geschrieben. Oh, du tapferer Ritter, die Nacht war ja so bitter. Was ist? Ich könnte der größte Ritter von allen sein, wäre ich nicht mein Schlumpf. Es ist doch schön, ein Schlumpf zu sein. Oh, natürlich. Aber hast du je einen Ritterschlumpf gesehen? Ich hasse Ritter und Gewitter. Es gäbe keine Maid, die ich nicht eroberte, kein Drache, den ich nicht tötete, keine. Oh, seht nur! Die Brücke über dem Schlumpffluss. Kommt! Ich hasse Feuer. Ich werde es Papa Schlumpf sein. Hallo? Wie? Gießt mehr Wasser auf diesen Baum, Hefty. Clumsy, es brennt links von dir. Ist da links? Ja, links, Clumsy, links. Ach so. Das riecht nicht komisch, Clumsy. Yeah.
war das ein Feuer. Ich bin so müde, ich könnte so... Glaub's gar nicht, wie müde ich bin. Wie konnte nur dieses schreckliche Feuer entstehen, Papa Schlumpf? Ich weiß es nicht, Schlumpfine. Nur gut, dass es nicht bis ans Dorf gekommen ist. Das ist doch Feueralarm. Das Dorf, schnell! Handy, Hefti, hol den Löschwagen. Der Rest geht in eine Kette zum Brunnen. Oh, oh je, Danke, Clumsy, dass du meinen Bart so schnell gelöscht hast. Oh, richtig, jederzeit, Papa Schlumpf. Oh, meine Chemikalien! Vorsicht, Papa Schlumpf! Meine Bücher! Wie in Schlumpfs Namen ist dieses Feuer entstanden? Wer es auch immer war, ich würde ihm gerne ein paar Worte flüstern, ich würde. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Oh. Sieh mal, was ich entdeckt habe! Von wem sind die denn? Das sind die Fußabdrücke eines Drachens. Ein Drache? Und er kann jederzeit zurückkommen. Wir machen sofort eine Lagebesprechung. Diese Bücher sind alles, was ich aus meinem Labor gerettet habe. Und ohne meine Zauberformeln und Mixturen ist unser Dorf hilflos dem Drachen ausgeliefert. Wir müssen uns verteidigen. Was wir wirklich brauchen, ist ein Ritter, der uns beschützt, Papa Schlumpf. Ja, Poeti, aber ich kenne keinen Ritter, der einen Schlumpf beschützen würde. Ist das dein Ernst, Hefti? Ab so schlumpfig! Würde mir mal jemand sagen, worauf wir hier warten? Ich versäume meinen Schönheitsschlaf. Sag dir nicht irgendein Schlumpf? Ich hasse Warten. Hefti hat gesagt, wir sollten hier kommen. Es wäre sehr wichtig. Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Hier ist Sir Hefti. Hä? Hefti, sag mal, was hast du denn vor? Ich bin auf dem Weg, den Drachen zu töten. Den Drachen töten? Den Drachen töten? Hefti, hast du deinen Verstand verschlumpft? Du bist noch nicht einmal ein Häppchen für einen bösen alten Drachen. Haha, du meinst, er ist kein Häppchen für mich. Das ist ein Scherz, was, Hefti? Sag uns das, eh? Ein Scherz, oder? Das ist überhaupt kein Scherz. Ich gehe und befreie das Dorf vom Drachen. Aber sei vorsichtig, Hefti. Und komm, komm weiter. Und vergesst nicht, kein einziges Wort zu Papa Schlumpf. Das versprechen wir, Hefti. Wie soll ich denn diesen Drachen finden? Vielleicht hat er längst gehört, dass ich komme und er ist geflüchtet. Da! Dann hat er also nicht gehört, dass ich komme. Schau her, Mr. Drache! Hier kommt Hefti! Na schön, Hefti. Nun zeig mal, wie tapfer du wirklich bist. Verschlumpft und zugenäht, Hefti. Bist eben doch nur ein kleiner Schlumpf. Ein drei Äpfel hoher, blaugesichtiger Schlumpf. Nie wirst du ein echter Ritter. Wenn ich jetzt ins Dorf zurückkomme, werden mich alle auslachen. Oh, mir ist schlecht. Was soll ich nur tun? Nanu, was ist das? Ein Ritter. Ein echter Ritter. Oh. Ich meinte, der müsste doch einen Schlumpf beschützen. Das muss ich sofort rauskriegen. Die sind immer noch hinter mir her. Ich brauche jetzt ein Versteck. Ach, nicht mal genug, um mir eine Fleischpastete zu kaufen. Was gebe ich jetzt für ein gutes Essen und für ein Gläschen Grog? Entschuldigen Sie bitte, lieber Herr Ritter. Wer ist da? Zeig die Schurke! Ihr bitte, Hefti Schlumpf! Ich werd verrückt. Eine redende Maus. Ich bin keine Maus. Ich bin ein Schlumpf. Ein Schlumpf? Also, bist du allein? Logo. Gut. Sagen Sie mal, sind Sie ein echter Ritter? Natürlich.
Ich bin der edle Sir Lancelot von des Königs Tafelrunde. Sie sind ein wirklicher Ritter der Tafelrunde? Ja, eben derselbe. Oh, dann sind Sie wahrscheinlich nicht interessiert an einem Job. Was für eine Art Job denn, mein kleiner Freund? Als Beschützer meines Dorfes. Ist euer Dorf sicher verborgen? Oh ja, Sir. Niemand kann unser Dorf finden. Ja, und was ist mit Essen und Trinken? Alles, was Sie wollen. Ja, also ich bin einverstanden, mein Freund. Oh, danke, Sir Lancelot. Dankeschön. Pauli, hat dir nicht Papa Schlumpf gesagt, dass du... Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Schlümpfe, dies ist Sir Lancelot, Ritter der Tafelrunde. Oh! Und der wird nun unser Dorf vor dem Drachen beschützen. Drachen, hör mal! Du hast nichts von einem Drachen gesagt. Ach, wissen Sie, es ist nur einer von der ganz gewöhnlichen Feuerspeiersorte. Kein Problem für Sie, Sir Lancelot. Ja! Oh, Papa Schlumpf, ist er nicht abso-schlumpfig wundervoll? Mm. Hallo, Torte. Was machst du da? Entzückende, mundwässernde Kuchen, Schlumpfine. Oh, könntest du auch einen für mich machen? Ich möchte ihn gern Sir Lancelot schenken. Tut mir leid, aber die sind alle für Sir Lancelot. Ich denke, der ist der Schlumpfigste. Hallo, Poeti, was machst du denn da? Natürlich dichten, Schlumpfine, dichten. Oh, könntest du mir einen riesigen Gefallen tun und mir ein Gedicht schreiben für Sir Lancelot? Oh nein, ich werde ihm selbst ein Gedicht schreiben. Es heißt Ode an einen Ritter. Na, gefällt's Ihnen, Sir Lancelot? Ich würde sagen, perfekt, mein Kleiner. Handy, mein Name ist Handy. Kann ich noch irgendwas für Sie tun? Ja. Schlag alle Beulen aus meiner Rüstung. Hey, hey! Sag doch, was machst du da eigentlich? Sir Lancelot will, dass ich ihm die Beulen rausschlage. Aber er will doch, dass ich hier putze. Beulen rausschlagen ist aber viel wichtiger. Hey, hey, Handy, lass das! Mein Kuchen! Mein herrlicher Kuchen! Außerdem, Freunde, ist vielleicht morgen ein besserer Tag für die Drachenjagd. Ich bin müde von meinem Tagewerk. Aber das haben Sie auch schon gestern gesagt, Sir Lancelot. Also ja, es war ein langer Tag heute. Hm. Handy! Hefty! Wo sind denn die Schlümpfe? Ich wette, ich weiß schon, wo die sind. Das ist dein Leben. Wann wollen Sie denn nun den Drachen erlegen, Sir Lancelot? Bald, kleiner, bald. Aber erst muss ich mal ausruhen. Die Vernichtung eines Drachens erfordert viel Stärke und Courage. Oh! Irgendwas sagt mir, dieser Ritter ist nicht das, wofür er sich ausgibt. Hier, lieber Herr Ritter! Oh, für mich? Was ist denn da drin? Ist eine Überraschung, Herr Ritter! Sir Lancelot! Nein! Meine schlumpfige Überraschung! Tut mir leid, Jokey. Kein Schlumpf ist perfekt. Genug, genug! Ich wünsche jetzt zu schlafen. Ich habe dieses geheime Treffen anberaumt, weil uns der Drache jederzeit angreifen könnte. Und ich bin hier, um euch etwas über Sir Lancelot zu sagen. Ich glaube, er ist gar kein Ritter, sondern ein gewöhnlicher Dieb und ein Feigling. Er hat überhaupt nicht die Absicht, jemals mit dem Drachen zu kämpfen. Also, nein, man fasst es nicht. Aber Papa Schlumpf! Warte mal, Hefty, hört mich an. Ich habe einen Plan, der die Wahrheit über Sir Lancelot an den Tag bringen wird. Wir bauen einen falschen Drachen, der das Dorf angreift. Und was unser sogenannter Ritter dann tut, wird uns ja zeigen, was er ist. Wir fangen sofort morgen früh an, den Plan zu verwirklichen. Ein Plan? Sehr gut. Verdammt gut.
Ich werde die Sache auf mich zukommen lassen. Hey, Hefti, wie fändest du es, bei mir in die Ritterlehre zu gehen? Ritterlehre meinst du? Ja. Ja, das bedeutet, du musst tugendhaft und ehrbewusst sein und immer die Wahrheit sprechen. Immer nur die Wahrheit? Andernfalls wirst du niemals ein Ritter werden. Oh. Fertig, Klamsi. Jetzt zieh an dem rechten Hebel. In Ordnung, Handy. Ah! Aber nein, Klamsi. Den rechten Hebel rechts. Ja, mach ich, Handy. Der Drache sieht ja schlumpfig echt aus, Handy. Ich bin dabei, ihn auszuprobieren, Papa Schlumpf. Kopf bewegen, Klamsi. Fauli, lass ihn brüllen. Also, du siehst, Papa Schlumpf, ein paar Kleinigkeiten habe ich noch zu ändern. Aber heute Nachmittag wird er fix und fertig sein. Sehr gut, Handy. So, wenn sich dieser Drache jemals wieder zeigt, sind wir gerüstet. Mit oder ohne Sir Lancelot. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Schlumpfine. Papa Schlumpf sagt, wir sollen den falschen Drachen geheim halten. Aber nun, wo ich in einer Ritterlehre bin, fühle ich mich... Musst du es denn Sir Lancelot sagen? Ja. Hefti, du hast zu tun, was Papa Schlumpf sagt. Papa weiß das Richtige. Naja, ich denke, du hast recht. Oh. Du machst Fortschritte, Hefti. Du bist dabei, ein Ritter zu werden. Du bist tapfer, ehrenhaft und sagst immer die reine Wahrheit. Nein, hab ich nicht, Sir Lancelot. Ach nein. Es ist ein Geheimnis. Ich darf nichts über den falschen Drachen sagen. Einen falschen Drachen? Aha. So, Sie wollen mich damit ein wenig prüfen, hm? Sei unbesorgt, Hefti. Ich bestehe das mit Bravour und fliegenden Fahnen. Na ja, also, dann beeil dich, Hefti. Ich werde den Drachen erledigen. Hier, Sir Lancelot! Danke. Ich bin bereit. Man bringe mir diesen verdammten Drachen. Ha. Sie werden ihn aber doch nicht verletzen, Sir Lancelot! Ihn verletzen? Natürlich nicht. Ich werde ihm nur ein bisschen Angst machen und denen eine Lehre erteilen. Sie sind soweit. Schlaubi, jetzt bist du dran. Keine Sorge, Papa Schlumpf. Ich lasse euch nicht im Stich. Du kannst immer auf mich zählen, Papa Schlumpf, wie ich immer zu sagen pflege. Da, Schlaubi. Jawohl, Papa Schlumpf. Schlumpfine, sag den anderen, sie sollen sich bereithalten und auf die Alarmglocke hören. Ja, Papa Schlumpf. Ich hoffe nur, ich behalte recht. Sir Lancelot! Sir Lancelot! Der was? Was? Der Drache, Sie müssen uns retten, Sir Lancelot. Oh, wie schrecklich ist das. Aber natürlich werde ich das. Sie werden? Ich meine, Sie werden? Hefti, mein Schwert. Wartet hier, meine kleinen Freunde, während ich den hinterhältigen Drachen besiege. Hey, vielleicht ist er doch ein Ritter von der Tafelsrunde. Nicht vielleicht, er ist es. Ein bisschen nach rechts, Klamsi. In Ordnung, Handy. Ja, ein bisschen, du Depp, nach rechts. Oh ja, oh Mann. Fauli, fertig machen zum Brüllen. Ja, Fauli. Feueratem fertig, Totti. Kein Problem, pass auf. Toll gebrüllt, Fauli! Warum stoppen wir denn? Wir sind in einen dicken, schuppigen Baum gedonnert. Schuppiger Baum? Oder sagen wir besser in einen schuppigen Drachen, oh weia. Lass das schnell wegschlumpfen! Da kommen Sie! Fertig machen! Ach, ich sehe wieder blendend aus.
Also dann, meine kleinen Schlümpfe, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst es echt aussehen. Ohne Liebe! Ohne Liebe! Ohne Liebe! Ich hasse dich! Oh nein! Nein, der Drache kommt! Verschone mich, du großes, schuppiges Biest! Nun übertreib mal nicht so, Beauty. Komm her, du widerliches Ungeheuer! Du kämpfst deinen letzten Kampf! Hör ich nicht richtig? Unmöglich. So kann ich mich nicht irren. Au! Pass doch auf, Handy, wo ihr hinspuckt. Handy, bist du das? Papa Schlumpf, das ist der echte Drache. Ich muss meine Schlümpfe warnen. Auf, meine kleinen Schlümpfe. Der Drache ist echt. Echt? Lauft um euer Leben! Lauft! Nein! Hefti! Der Drache, da ist echt! Papa Schlumpf hat's gesagt! Oh nein! Sir Lancelot denkt, es ist ein Falscher! Komm und begegne deinem Meister, fürchterliches Biest! Sir Lancelot, der Drache ist nicht falsch, der ist echt! Echt? Du meinst, echt? Oh, verdammt! Lasst mich hier weg! Der ist gar kein Ritter! Er ist nichts als ein Feigling! Hefti, pass auf! Oh. Ah! Keine Angst, Schlumpfine! Ich werde dich beschützen! Seid ihr vorsichtig, Hefti! Ah! Achtung! Fertig! Feuer! Los! Ja, das ist eine Überraschung! Ich muss ihn aus dem Dorf rauslocken, oder er wird alles zerstören. Schlumpf dich, wenn du kannst, Drache! Blöder! Schlumpfine! Sag Papa Schlumpf, er soll den Damm öffnen, wenn ich die Brücke erreicht habe! Mach ich, Hefti! Hier ist mein Ding zu Ende, alter Freund. Jetzt kannst du dich mal abkühlen. Ein tapferer Schlumpf. Hefti! Was ist passiert? Ich ernenne euch feierlich, Sir Hefti, zum Ritter der Schlumpftafel. Drei Hochs für Hefti! Hip, hip, hurra! Hip, 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 hurra! Papa Schlumpf sagt, der ganze Schnee muss weggeräumt werden. Der und der da und der da und der da und der da und der... Und? Lächle, Schlaubi, hier ist eine Überraschung für dich. Papa Schlumpf! La, la, la.
Gut so, meine kleinen Schlümpfe. Für unser Osterfest muss alles schön ordentlich freigeschlumpft sein. Juhu, Papa Schlumpf! Wie gefallen dir unsere neuen Osterkostüme? Niedlich, ne? Sie sind wirklich sehr niedlich. Ich hasse niedlich. Frühling habe ich am allerliebsten. Ach, Frühling, ich verabscheue diese grausige Jahreszeit über alles. Du nicht auch, Azrael? Dieser grelle Sonnenschein. Und diese stinkenden Blumen. Und dann diese widerlichen kleinen Waldplagen. Haut ab! Verschwindet! Aber das Schlimmste ist, im Frühling sind diese ekelhaften Schlümpfe am glücklichsten. Immer dieses Singen, Lachen und Tanzen. Aufhören! Hört auf, so furchtbar glücklich zu sein! Ich befehle es! Ich, Gargamel! Ach, wenn ich diese widerlichen blauen Gestalten nur fangen könnte. Nur wie? Seit Jahren versuche ich es mit den bösesten Tricks, die ich kenne. Und dennoch entwischen sie jedes Mal. Welche Schande! Mir bleibt nur noch eine Möglichkeit. Ich gehe zu ihm, zu Balthasar. Der bloße Gedanke, ihm einen Besuch abzustatten, erfüllt mich mit Angst. Aber es ist die einzige Möglichkeit, Azrael. Schlümpfe, erfreut euch eures ekelhaften Glücks, solange ihr am Leben seid. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Jetzt suchen wir ein Osterei. La, 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 la. Nein, 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 Klamsi, du findest doch keine Eier unter Steinen. Ach, tatsächlich nicht? Natürlich nicht. Oh. Hier werden wir unsere Ostereier finden. Na, ist ja toll. Hier, lauter Eier. Du lernst es doch nie. Was? Lass mich das nur erledigen. Oh, Schlaubi, deine Feder... Still, hör doch nur zu, so lernst du etwas. Aber Schlaubi, du verlierst... Vertrau mir, Klamsi, es gibt keinen Hund, den ich nicht austricksen kann. Und was machen wir jetzt? Halten fest! Lass uns hier verschwinden! Ich glaube, wir sind sie losgeworden. Richtig. Mitsamt unseren schönen Ostereiern. Was sollen wir jetzt nur Papa Schlumpf sagen? Schlaubi? Nicht jetzt, Klamsi, ich überlege. Da ist doch ein... Psst, Eier. Oh, so ganz langsam kommt mir eine fabelhafte Idee. Sie ist zwar vage, doch zweifelsfrei genial. Was hast du denn gegen dieses Ei? Dieses Ei? Ach, dieses Ei, ja. Das war doch die Idee, die ich die ganze Zeit hatte. Ja, die ganze Zeit schon. Ach ja, wirklich? Ich glaube, vor deiner Intelligenz können wir uns alle nur verbeugen. Ich finde es ebenso unerfreulich, Balthasar zu besuchen wie du, Azrael. Aber wir müssen tapfer sein. Und bitte vergiss nicht, immer hübsch tapfer. Oh je! Balthasar, ich bin es, Gargamel, dein einziger Patensohn. Ja, ich weiß. Deswegen war ich früher viel zu weich zu dir. Also, nenne dein Anliegen. Ja, also, wie soll ich es sagen? Ich hätte ganz gern von dir gewusst, wie ich es nur schaffe, diese Schlümpfe zu fangen. Schlümpfe? Schlümpfe sind nichts weiter als ein Märchen. Die einzige Möglichkeit, Schlümpfe zu finden, besteht in dem Buch hier. Es ist voller Märchen von Kobolden, Zauberern, Gespenstern und auch Schlümpfen.
Es enthält sogar eine Formel, wie man Blei in Gold verwandelt, indem man 6 Schlümpfe auskocht. Blei in Gold verwandeln, nur indem man 6 Schlümpfe auskocht? Ja, natürlich, das ist lächerlich. Ja, und hier steht auch, wie Schlümpfe zu fangen sind. Leg Mutter Natur rein, um die Schlümpfe aus ihrem Dorf zu ekeln. Ja, aua! Mutter Natur, Schlümpfe, Wahnsinn! Alles abergläubischer Wahnsinn! Ja, natürlich, du hast absolut recht. Ich habe doch immer recht. Hau ab, für heute habe ich genug von dir. Oh ja, ja, natürlich. Auf Wiedersehen, Patenonkel. Jetzt werde ich diese widerlichen Schlümpfe nicht nur fangen, ich werde sie auch in Gold verwandeln. Oh, ich brate ein paar, ich toaste ein paar, der Rest ist mit Heuer und Holz. Ich leg sie ein paar in Wein und den Rest mach ich zu Gold. Ja! Klamsi, ich tu doch gar nichts. Oh. Hey! Nanu, was ist denn hier los? Du meine Güte! Da ist was drin! Da ist was drin? Oh! Ist die nicht süß? Nicht übel. Für eine Ente. Oh. Ui. Oh, arme kleine Ente. Wie schrecklich, deinen ersten Tag auf diese Weise zu beginnen. Ich glaube, sie denkt, du bist ihre Mutter, Schlumpfine. Ihre Mutter? Ich? Oh. Juhu, Mutter Natur. Wo bist du? Juhu, Mutter Natur. Ach du meine Güte, es wird jedes Jahr schwerer, den Winterfrost aus den alten Knochen zu bekommen. Wacht auf, Kinderchen, der Frühling ist da. Hey, Eule, was soll das wieder bedeuten? Ein Besucher, sagst du? Den letzten Besucher hatten wir vor 100 Jahren. Ja, ich komme. Ja. Oh, Mutter Natur. Ich bin viele, viele Kilometer gereist, um euch in bescheidener Weise dieses Zeichen meiner Ergebenheit zu überreichen. Oh, wirklich nett. Aber von Mutter Natur sind sie nicht. Aber sie riechen genauso süß. Riech daran. Oh, 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 wie wird mir? Mir ist auf einmal so seltsam. Oh, das tut mir leid, Mutter Natur. Doch jetzt bist du in meiner Gewalt. Oh nein, das kannst du nicht machen. Du wirst das Gleichgewicht durcheinander bringen. Ich meine, der Wechsel der Jahreszeiten ist noch nicht vollendet. Oh, oh, oh. Schöne Träume, Mutter Natur. Azrael, wir haben es geschafft. Wir haben den Frühling im Keim erstickt. Bald kommt Papa Schlumpf, um zu sehen, was passiert ist. Und ich werde ihn erwarten. La 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 la. Njam 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 njam. Merkwürdig. Sieht aus, als käme der Winter zurück. Tja, jetzt müssen wir aber auf der Hut sein. Irgendwas stimmt mit dem Wetter nicht. Ich muss sofort eine Versammlung einberufen. Das, meine kleinen Schlümpfe, ist der schlimmste Schneesturm, den ich in meinen 543 Jahren jemals gesehen habe. Oh. Wir müssen sofort etwas unternehmen. Ich hasse etwas zu unternehmen. Handy? Ja, hier bin ich, Papa Schlumpf. Ich brauche eine große Leiter, um an die Zweige der Dorfeiche heranzukommen. Hefti, Klamsi, Schlaubi und Beauty. Schlumpft ihm dabei. Jawohl, Papa Schlumpf. Joki, Muffi, Schlumpfine, Zwirni und Farmi. Ihr geht ins Lagerhaus und holt alle Lebensmittel, die übrig geblieben sind. Ja, Papa Schlumpf. Irgendwas sagt mir, dass wir jetzt vor einem sehr, sehr langen Winter stehen. Vorsicht, Klamsi. Auf damit. Au!
aufziehen! Los, Beeilung, Schlümpfe! Langsam hochkommen lassen! Gut so, Schlümpfe! Es ist geschafft! Ja! Oh, Papa Schlumpf, unser Dorf ist schon fast eingeschneit. Ja, und das Essen ist auch fast alle. Und wenn der Schneesturm so weitergeht, fliegen wir alle weg. Aber was können wir tun, Papa Schlumpf? Ich kenne nur ein einziges Wesen, das uns weiterhelfen kann. Mutter Natur, ich muss zu ihr gehen. Oh? Merkwürdig. Heute Morgen war es Frühling und jetzt schneit es wieder. Da ist was nicht in Ordnung, überhaupt nicht in Ordnung. Oh, mein Buch ist weg. Dieser diebische Gargamel. Ach, wieso sollte Gargamel ein Märchenbuch stehen? Aber vielleicht ist es gar kein Märchenbuch. Hallo, Mutter Natur, Mutter Natur. Psst. Hallo. Wie recht du hast, Papa Schlumpf, wie recht du hast. Azrael, fass ihn, fass ihn! Azrael, na los, gib's ihm! Bald schon, ihr widerlichen Schlümpfe, verwandle ich euch in Gold und damit werde ich der mächtigste und reichste Zauberer der Welt. Euch und euren Papa Schlumpf wird es dann nicht mehr geben. Darf ich dir einen neuen Freund von mir vorstellen? Danke, mein Freund. Doch jetzt muss ich schnell ins Dorf zurück. Danke. Azrael! Azrael! Ach, ich kann nicht ewig auf diese Katze warten, denn ich habe noch 6 Schlümpfe zu kochen. Dann habe ich Gold, dann bin ich reich, wahnsinnig superreich. Oh, ich brate ein paar, ich toast ein paar, der Rest ist mir teuer und hold. Ich leg sie ein, ein paar in Wein und den Rest mach ich zu Gold. Ja! Schlümpfe! 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 Gargamel hat Mutter Natur gekidnappt. Mutter Natur? Und 6 Schlümpfe. 6 Schlümpfe? Ja, und wenn wir Mutter Natur nicht befreien, dann wird es im Wald für immer Winter bleiben. Worauf warten wir noch? Los, gehen wir! Ja, Gargamel! Der bösartige Gargamel! Nein, Ente! Du wartest hier! Nein, Ente! Du kannst nicht mitkommen, das ist zu gefährlich! Nein, du bleibst hier! Ach, diese herrlichen Schlümpfe. Harmonie, Handy, Torti, der Türknauf. Ja, ja, ja. Papa Schlumpf. Klein gekochte Schlümpfe, Gold. Reich, reich, reich. Beauty, bewach die Tür. Ja, Papa Schlumpf. Hey, sieh mal, Papa Schlumpf! Alles in Ordnung, haltet durch, wir schlumpfen euch gleich frei! Oh, Azrael! Ja, der wunderschöne Schlumpfkrieger war zuverlässig auf seinem Posten. Seht nur die stahlharten Augen, dieses wohlgeformte Kinn mit diesen entzückenden Härchen. Oh, Härchen! Azrael! Oh! Ah. Mutter Natur, wach auf! Goldene Schlümpfe. Gold, goldene Berge. Schnell, Schlümpfe, schnell!
Ich hasse Azrael. Hefty, Beauty, der Schrank. Ja, ja, schon was. Gut gemacht, meine Schlümpfe. Und jetzt so schnell wie möglich raus hier. Beeilt euch. Hier ist es zu gefährlich. Wartet draußen bei den anderen, während ich Mutter Natur wieder munter mache. Aber Papa Schlumpf, hier könnte ich doch nicht allein lassen. Schlumpfine, wirst du wohl gehorchen? Ja, Papa Schlumpf. Oh, armer Papa Schlumpf. Ich hoffe, es geht ihm gut. Und was ist, wenn Gargamel plötzlich aufwacht? Wenn das Mutter Natur nicht aufweckt, wird sie gar nichts mehr aufwecken. Oh. Ente, was tust du denn hier? Seht mal, da kommt jemand. Noch ein Mensch. Oh je, hoffentlich bekommt Papa Schlumpf keine Schwierigkeiten. Na, es ist fertig. Ach, mit dir auf, Gargamel! Ich weiß, dass du da bist! Was ist denn nun schon wieder los? Ja? Wo ist mein Buch? Ich weiß, dass du es gestohlen hast! Was ist das mit den Schlümpfen? Gibt es sie wirklich? Sag's mir! Schlümpfe? Wie denn? Natürlich nicht! Oh, sie sind weg! Meine Schlümpfe sind weg, 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 weg. Ein Schlumpf? Sie existieren wirklich. Papa Schlumpf? Entschuldige, Gargamel, aber ich gehe jetzt. Stopp, halt! Gargamel, du bist ein Idiot. Und eine Schande für die ganze Familie. Also geh auf den Weg. Was noch fehlt, um Gold herzustellen, sind 6 Schlümpfe. Egal, ob sie leben oder tot sind. Gib Acht, Gargamel. Das ist der Zauberstab der Zukunft. Er hat die Macht, die Welt zu verändern. Oh, Papa Schlumpf! Oh, Papa Schlumpf! Ja, mir geht es gut. Aber das arme Entchen hatte nicht so viel Glück. Fabelhaft, das ist unglaublich. Das ist ja... Schnauze! Hört mir zu, Schlümpfe! Hört mir gut zu! Ich bin Balthasar, der oberste Zauberer. Gebt 6 von euch heraus, oder ihr werdet alle teuer bezahlen. Habt ihr gehört? Ihr werdet bezahlen, und zwar alle. Hier ist unsere Antwort, Balthasar. Ja, und hier ist meine. Nein, bleib weg von mir! Hilfe! Oh, du meine Güte! Wo bin ich nur? Mutter Natur, dies ist das Haus von Gargamel. Gargamel hat dich verzaubert, um den Frühling zurückzuhalten. Gargamel hat mich... jetzt fällt's mir wieder ein, mit bösen schwarzen Rosen. Schande über dich, Gargamel! Du hast alles aus dem Gleichgewicht gebracht, aus puren egoistischen Motiven! Ja? Oh, warte, was soll das? Das lasse ich dir nicht durchgehen, du... So, das war's. Der Frühling ist zurückgekehrt. Nicht auch etwas für meine Ente tun? Oh, das arme kleine Entlein. Lass mich mal sehen. So, mein Entlein. Es wird ihr gleich besser gehen, Schlumpfine.
Oh, Ente. Das ist doch wirklich ein Grund zum Feiern. Ja! Ja! Das war wirklich ein wundervolles Osterfest. Vielen Dank für alles. Wir sind glücklich, dass wir dir helfen konnten, Mutter Natur. Du alter Charmeur, hast wirklich Glück, dass ich nicht ein paar tausend Jahre jünger bin. Und vielleicht ein wenig kleiner. Juhu, Mutter Natur! Das ist für dich, Mutter Natur. Es ist eine Überraschung. Oh. Chucky, nein! Wie nett. Vielen Dank, Chucky. Oh, sie sind wundervoll. Ja. Auf Wiedersehen und frohe Ostern. Ja, fröhliche Ostern, Mutter Natur. Ich hasse Happy Enden. Ich hasse sauber machen. La 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 la. Hallo Muffi. Och, ich kann's gar nicht erwarten, bis das große Leuchtkäferfest heute Abend anfängt. Du auch? Ich hasse Leuchtkäferfeste. Das Leuchtkäferfest wird dieses Jahr richtig schlumpfig, was, Fauli? Ja, aber die Vorbereitungen strengen sehr an. Ich brauche eine Pause. Ich auch. Und ich weiß auch schon, wer für uns weitermacht. Wer? Unser Gimpli-Schlumpf, genau der. Schlumpfiger Tag heute, was, Gimpli? Oh ja, sehr schlumpfig, Schlaubi. Also, was kann ich für euch tun? Naja, weil du fragst, wir hätten da ein paar Bitten. Seit ich meiner Arbeit eine Aufgabe im höheren Interesse widmen muss und Clumsy mir dabei helfen soll, würdest du... Ich bin der Schlumpf, der nicht Nein sagen kann. Ich sage Ja, wenn ich Nein sagen soll. Ich bin der Schlumpf, der nicht Nein sagen kann. Ich sage Ja, wenn ich Nein sagen soll. Ah, hier bist du, Gimpeli. Ich bin nämlich wahnsinnig in Druck, dass ich dich bitten wollte. Wenn du hier das Mehl gemahlen hast, dann fahr diese Steine rüber zu Handy. Aber gewiss doch, Hefti. Kann ich sonst vielleicht noch was für dich tun? Ja. Du könntest mir ein Glas Sarsaparilla schlumpfen. Da. Hier sind die Steine, Hefti sagt, du brauchst sie. Du könntest uns ein bisschen zur Hand gehen, Gimpli, wenn's nichts ausmacht. Ja, stell sie gleich hier an die Mauer. Hey, und wo geht ihr derweil hin? Frühstücken, du hast wohl keinen Hunger. Na, ganz schön heiß. Ich denke, ich sollte ein bisschen schwimmen gehen. Ich muss schnell was erledigen. Sei ein lieber Schlumpf und mach das für mich fertig. Wärst du so gut, Gimpli? Ja, geh nur, Handy. Geh nur und mach's dir von mir aus recht schlumpfig. Ja, ja, alles ist fleißig bei den Vorbereitungen des Leuchtkäferfestes. Gute Arbeit, meine kleinen Schlümpfe. Da werdet ihr rechtzeitig bis zur Fuchsfeuerlotterie am Abend fertig sein. Gimpeli! Bist du schon fertig mit meinen Blumengirlanden? Ja, beinahe, Schlumpfine. Sobald ich... Ach, Gimpli, du wolltest mir doch Dekorationen machen. Wo sind die? Ich... Gimpli, könntest du... Könntest du mir vielleicht helfen? Hey, Clumsy, ich brauche seine Hilfe zuerst. Ja, nein, was ist denn mit dem los? Findest du die Musik nicht irre schlumpfig, Beauty? Sie ist außerordentlich hinreißend.
hasse Musik. Ich hasse Tanzen. Manchmal. Kannst du denn gar nicht gehen, Billy? Ich bin zu erschöpft. Ach, wie ich das liebe, wenn sich meine kleinen Schlümpfe so amüsieren. Das ist der Lohn nach des Tages Arbeit. Welche Arbeit? Oh, die Arbeit. Was ist denn mit Gimli los? Wieso? Ich habe keine Ahnung, Papa Schlumpf. Gimli, warum amüsierst du dich nicht wie die anderen auch? Ich weiß auch nicht, Papa Schlumpf. Ich glaube, ich bin völlig ausgelaugt. Aber kein anderer Schlumpf ist müde. Sie sind alle vergnügt und munter. Ja, weil die anderen Schlümpfe mich nämlich alle gebeten haben für... Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Oh, jetzt bin ich dran. Es ist Zeit für die Fuchsfeuerlotterie. Aber die verschlumpft noch mal. Achtung, Achtung, Schlümpfe! Papa Schlumpf hat eine ganz wichtige Mitteilung. Nun also, am ersten Abend unseres altehrwürdigen Leuchtkäferfestes kommen wir nun zu unserer Lotterie, bei der das Los entscheidet, wer diesmal unser Fuchsfeuerschlumpf ist. Ja, genau, ja. Der Schlumpf, der das Gewinn loszieht, wird morgen zum großen Sumpf wandern und die Fuchsfeuerflamme von dort herbringen. Oh ja, das will ich. Nur mit dieser Flamme können wir die Leuchtkäferflamme entzünden und dann unser Leuchtkäferfest richtig feiern. Ja! Wer von euch das Richtige loszieht, muss sehr vorsichtig sein, dass er das Fuchsfeuer nicht auslöscht. Nun also, jeder von euch kommt hierher und nimmt eine Schlumpfbeere aus dem Korb. Und wer dabei die grüne bekommt, der ist in diesem Jahr der Fuchsfeuerschlumpf. Ja. Pauli? Nun, Fürchti, du bist dran. Ich mach schon, Papa Schlumpf. Fürchti hat die grüne Schlumpfbeere geschlumpft. Herzlichen Glückwunsch. Fürchti, du bist der Fuchsfeuerschlumpf. Ja! Und morgen entzündest du diese Fackel am Fuchsfeuer. Viel Erfolg. Schlumpf, Schlumpf, hurra! Schlumpf, Schlumpf, hurra! Hurra! Herein, bitteschön. Entschuldige, Gimli, tut mir leid, dich zu stören. Was ist denn? Ich bin schlumpfmüde von euch Schlümpfen, die mich... Fürchti, was ist denn? Entschuldige, es tut mir so leid, Gimli. Ich wollte dich um einen... Hä? Gefallen? Nein. Oh ja, woher weißt du das? Sechster Sinn. Warum schlumpfe ich mich selbst immer nur in solche Sachen rein? Alles Gute, Gimli! Der große Sumpf. Mann, dieser Ort ist... Oh! Nass! Pfui, Teufel! Mann, oh Mann, das war das letzte Mal, dass ich für irgendeinen Schlumpf irgendwas geschlumpft habe. Ich sehe nirgends etwas wie ein Fuchsfeuer. Wie konnte ich denn erwarten, dass... Das Fuchsfeuer! Ich muss wirklich nicht ganz dicht sein, mich in eine solche Situation zu begeben. Ach, das war ja leichter, als ich dachte. Das Fuchsfeuer, es ist aus. Was mache ich bloß? Fluch dem, der mir mein Feuer neidet. Fluch dem, der mir Schmerz bereitet. Nein, nein, nein.
Sie verstehen das falsch. Es war ein Unfall. Ich war... Fluch dem, der mir Schmerz bereitet. Gut, perfekt. Nun warten wir nur noch auf Fürchte, der uns das Fuchsfeuer bringt. Hoffentlich flößt ihm der Sturm über dem großen Sumpf keine Angst ein. Er sollte sich lieber beeilen, es wird bald dunkel. Wo bleibt Gimli nur? Er müsste doch längst zurück sein. Ich hoffe doch, es ist ihm nichts passiert. Was ist, wenn was Schreckliches geschieht? Ich habe ihn da reingebracht. Wenn ich nur nicht solche Angst hätte. Da bleibt eigentlich nur eins zu tun. Ich muss ihn finden. Allerdings, wenn es... Ja, ich werde es tun. Nein, nein, nein. Fürchte, jetzt reiß dich mal zusammen. Gimli, ich komm schon. Ah, da bist du ja, Fürchte. Ja! Oh, hallo, Papa Schlumpf. Fein, dass du zurück bist. Wir werden die Laterne gleich nach der Parade anzünden. Ach, übrigens, das Feuer ist doch nicht etwa ausgegangen. Da hast du doch aufgepasst. Ja, Papa Schlumpf, was wäre denn eigentlich passiert, wenn's ausgelöscht wäre? Was passiert wäre? Du hättest das Moormonster aufgeweckt. Dann bis später, Fürchti. Moormonster? Ich hoffe, Gimli hat's nicht geweckt. Gut, ich gehe. Gimli, wo bist du? Hallo? Ist denn kein Schlumpf hier? Gimli, Gimli, wo bist du? Gimli, wo bist du? Fluch dem, der mir mein Feuer neidet. Fluch dem, der mir Schmerz bereitet. Oh, Junge. Gimli, sag doch was. Gimli, hörst du nicht? Hilfe, Hilfe. Gimli, bist du das? Hilfe! Fürchti? Ja, Gimli. Mann, bin ich froh, dich zu treffen. Danke, Fürchti. Komm schnell, lass uns hier abhauen, bevor... Bevor das! Fluch dem, der mir mein Feuer neidet. Fluch dem, der mir Schmerz bereitet. Los, laufen wir unser Leben! Fluch dem, der mir mein Feuer neidet! Fluch dem, der mir Schmerz bereitet! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Alle Schlümpfe sind bereit zur Parade! Aber wir können den Fuchsfeuerschlumpf nicht finden! Wieso? Ich habe doch vorhin Fürchte gesehen und er sagte, er hätte... Woran hängst denn du überhaupt die Fackel? Es wird immer später! Nein, ich verstehe das nicht! Ich hasse Mann! Hat irgendjemand von euch Fürchte gesehen? Nein, Papa Schlumpf! Ich habe ihn gestern Abend bei Gimplis Haus gesehen. Bei Gimplis Haus? Hat einer von euch heute Gimpli gesehen? Nein, Papa Schlumpf. Also jetzt fange ich an, das Ganze zu begreifen. Hallo, Gimpli. Gimpelschlumpf. Hilfe, Papa Schlumpf, Hilfe! Papa Schlumpf, Hilfe! Was war das? Was? Ach du heiliger Schlumpf, die führen es direkt her zum Dorf. Führen wen denn, Papa Schlumpf? Das Moormonster, sie haben es aufgeweckt. Moormonster? Schnell, alle Schlümpfe verlassen sofort das Dorf.
wartet auf mich jenseits des Flusses. Ja, Papa Schlumpf! Nach mir! Hilfe! Papa Schlumpf, hilf uns! Es kommt Hilfe! Hilfe! Papa Schlumpf! Fluch dem, der die Flamme stahl! Fluch dem, der mir machte Qual! Papa Schlumpf, das Moormonster! Fürchte, sagtest du nicht, du hättest das Fuchsfeuer nicht ausgelöscht? Tja, ich war's, Papa Schlumpf. Aber es war ein Unfall. Ha, ich glaube, ich hätte besser aufpassen müssen. Jetzt muss ein Schlumpf zum großen Sumpf zurückkehren und die Flamme wieder entzünden. Du meinst zurückgehen? Fluch dem, der mir die Flamme stahl! Fluch dem, der mir machte Qual! Na schön. Ich werde gehen, Papa Schlumpf. Ich bin ja der, der die Flamme ausgeschlumpft hat. Ich gehe auch. Es war schließlich mein Auftrag. Und ihr habt keine Furcht, Fürchti und Gimli? Wer fürchtet sich? Hier, nehmt diese Rolle und lest sie, wenn ihr in Not seid. Sie beschützt euch beide. Und nun viel Glück. Ja, Papa Schlumpf. Und ihr sollt wissen, es ist keine Schande, sich zu fürchten. Allen Leuten geht das manchmal so. Ja, Papa Schlumpf. Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. Jeder fürchtet sich manchmal. Die Großen, die Kleinen und sogar ich. Ah! Ja, ich auch. Manchmal. Wir alle fürchten uns vor den verschiedensten Dingen. Vor Schlangen, Tigern, Drachen, Gewitter, Gespenstern, Bienen, dem Heulen des Windes in den Bäumen. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, euch zu fürchten. Jeder hat manchmal Angst, manchmal. Der Waschbär, das Eichhörnchen, sogar ich. Sogar ich habe Angst. Es ist ein riesiges, schlumpffressendes Monster mit Zähnen von dieser Länge ungefähr. Glaube ich, ich habe euch befohlen zu verschwinden und nicht einen Tumult zu machen. Naja, aber ich... Was ist denn mit dem Monster, Papa Schlumpf? Das Moormonster ist schon auf dem Heimweg. Aber wo sind Gimpeli und Fürchti, Papa Schlumpf? Sie zeigen ihm den Weg. Sie zeigen ihm den Weg? Fluch dem, der mir die Flamme stahl. Fluch dem, der mir machte Qual. Wir sind da, Fürchti. Nun brauchen wir nur wieder das Fuchsfeuer zu entzünden. Lass mich nur erst zu Atem kommen. Aber beeil dich, das Monster ist nicht weit hinter uns. Los, Fürchti, schnell die Rolle. Ja, richtig, die Rolle. Geist der Sommernacht, du hast uns oft den Schlaf gebracht. Gib uns Kraft in unserer Not, dass wir sehen das Morgenrot. Also, Herr Monster, ich habe die Flamme ausgelöscht. Es war ein Unfall und es tut mir leid, ehrlich. Ja, ich weiß. Du, Skimpli. Keinesfalls. Du bist der Fuchsfeuerschlumpf. Du tust es. Ich? Ist ja kein anderer Schlumpf da. Aber. Fürchti, tu es. Wenn du meinst. Du hast recht. Ich bin dafür verantwortlich. Ich hab's getan, geschafft. Ich hab das Fuchsfeuer geschlumpft. Hallo, Schöne. Tut mir leid, dass ich dich bat, meine Aufgabe zu übernehmen. Ach, ist schon gut. Weißt du was? Du warst echt mutig. Aber du hast geholfen. Naja, das tue ich ja immer. Uiuiui, der Mond ist ganz schön hoch. Legen wir lieber einen Schritt zu. Wo sind Sie, Papa Schlumpf? Vielleicht hat sie das Moormonster erwischt und schlumpft sie zum Abendessen und vielleicht... Sei still, Schlaubi. Sie werden gleich da sein. Der Mond zeigt Ihnen den Weg. Hallo, Papa Schlumpf! Hallo, Papa Schlumpf! Hallo! Da kommen Sie und Sie haben das Fuchsfeuer! Ja! Yeah!
ihr nicht, sie werden zurückkommen? Hä? Ich sagte, wie ich stets zu sagen pflege, kein Schlumpf soll verzweifeln. Und, Gimpeli, willst du nicht mit mir tauschen? Nein, nein. Löst du deine Probleme allein. Oh Mann, Fliege. Das ist der schlumpfigste Abfall. Genau richtig für meine Sammlung. Diese Schlumpfbeere sieht so herrlich verfault aus. Ja, fang sie, Fliege. Hey. Kommt, meine kleinen Schlümpfe, aufwachen. Der ganze Müll hier muss beseitigt werden. Was denn für ein Müll? Oh, hallo, Gimpli. Würdest du vielleicht diesen Abfall schnell mal da drüben in die, Oh, Gimpli. Wie wär's denn, wenn du diese Steine zurück zum, Oh! Was hab ich denn gesagt? Was hab ich gesagt? Ha, kein Schlumpf schubst mich in Zukunft noch mal rum. Nein, verehrter Herr. Ich fürchte mich nicht, nein, gar nicht mehr. Und wenn's ein großes Monster wäre. Morgen, Gimpli. Sag, möchtest du nicht vielleicht mein, Nein! Gimpli, würdest du... Naja, Gimpli, könntest du... Nein. Ach, Gimpli, du wolltest mir doch Dekoration... Nein! Nein! Juhu, Gimpli! Hallo, Gimpeli. Ich wollte wissen, ob du vielleicht... Was auch immer es ist, ich sag nein! Nein, 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 nein! Bitte, tut mir leid. Ich wollte gerade fragen, ob ich dich zum Essen einladen kann. Was? Ach so, zum Essen. Ich meine ja zum Essen. Das ist was anderes. Hey, Schlumpfine, warte auf mich! Sorgt dafür, dass alle Fensterläden gut verschlossen sind, Toulouse. Oui, oui, FD. Glaubst du, Naturi hat recht, dass ein Orkan kommt, Handy? Wenn Naturi sagt, dass die Tiere ihm mitgeteilt haben, dass ein Orkan aufzieht, dann zieht auch ein Orkan auf. Alles klar, Frau Spatz. Festziehen. Gut, jetzt seid ihr kleinen Piepmätze sicher vor dem Orkan. War mir ein Vergnügen, Frau Spatz. Ich befürchte, du hast recht, Frau Spatz. Der Orkan wird in ein paar Stunden hier sein. Hey, Totti, diese Dichtmasse sieht aus wie Vanilleeis. Vanilleeis? Das ist ja lustig, Handy. Es ist Buttercreme. Mm. Keine Sorge, meine teuren Lieblinge, ihr seid vollkommen sicher. Beauty, hast du alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen? Ab so schlumpfig, Handy. Gut. Daddy wird nicht zulassen, dass seinen Schnuckling-Babys was passiert. Einfach, weil Daddy seine Babys so liebt, nicht wahr? Schließt die Luken! Holt das Großsegel ein! Knotet die Hecktaue fest! Wir erwarten eine steife Brise aus Nordost! Beeilt euch, Matrosen, beeilt euch! Bist du bald fertig, Traumi? Ei, ei, Handy! Melde gehorsamst haben in wenigen Minuten, klar Schiff! Gut. Ich liebe die Sprache der Seeleute. Hat irgendjemand Fauli gesehen? Zuletzt Eichen bei der Windmühle, Handy. Klamsi! Fauli! Fauli! Fauli, steckst du hier irgendwo? Fauli! 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 Draußen zieht der Orkan auf und du solltest doch die Windmühle sichern. Ein Orkan sichern und Windmühlen anziehen. Alles klar, Handy. Dad,
Oh, hallo, Handy. Wie geht's denn so? Was schlumpfst du? Wir erwarten einen schweren Orkan. Erinnerst du dich jetzt wieder? Und jetzt verriegel die Tür und schließ alle Fenster. Worauf wartest du? Vergiss ja nicht das Wichtigste, Fauli. Diese Maschine hier muss gestützt werden. Die Flügel dürfen nicht abreißen und Fauli nicht wieder einschlafen. Es geht um das Leben der Schlümpfe. Hast du das kapiert? Ich verspreche dir, dich nicht zu enttäuschen, Handy. Steh bequem, Schlumpf. Ich sehe später noch mal rein. Ich dachte, du würdest aber nicht einschlafen. Es könnte um das Leben der Schlümpfe gehen. Der Schuppen. Überprüft. Der Brunnen. Auch überprüft. Dann bleibt nur noch die Windmühle. Die steht noch aus, Papa Schlumpf. Ich habe Fauli damit beauftragt. Du hast Fauli die Sicherung der Windmühle übertragen? Wie sollte er sonst lernen, Verantwortung zu übernehmen? Er wird uns nicht enttäuschen. Er weiß doch, es geht um das Leben der Schlümpfe. Oh, Fauli Schlumpf, du hast überhaupt nichts verstanden von dem, was ich gesagt habe. Fauli! Fauli, wo bist du? Fauli, was hast du getan? Was hast du nur angerichtet? Du hast mir versprochen, nicht einzuschlafen. Du hast gesagt, du würdest mich nicht enttäuschen. Ja, aber... Schlümpfe! Schlümpfe! Ihr müsst mir helfen. Kommt mit. Schnell. Schlumpfine! Schlumpfine! Ich brauche deine Hilfe in der Windmühle. Fauli ist eingeschlafen. Beeil dich! Schlaubi, wir brauchen deine Hilfe! Komm schon! Ja. Was ist denn nur los? Wir müssen die Windmühle sichern, bevor der Sturm sie in Stücke schlumpfine, du kümmerst dich um die Fenster. Schlaubi, Naturi, verrammelt die Türen. Hefti, du hilfst mir am Malwerk. Schnell! Beeil dich, Naturi. Wir müssen es schaffen, bevor der Sturm... Oh, tut mir leid. Ruhig, Baby. Es wird alles wieder gut. Ich bin ja bei dir. Das geht vorüber, meine süßen Babys. Ich lasse euch auch nicht allein. Macht euch keine Sorgen, meine herzigen Kleinen. Ich werde euch beschützen. Dieser Sturm ist ganz schön schlimm, aber noch schlimmer ist, ich weiß nicht, welche Soße ich auf meinen Pudding machen soll. Oh, hallo, Totti. Clumsy, Schlumpf. Also, du hast mir gerade noch gefehlt. Wir müssen die Achse zum Stillstand bringen. Sie ist außer Kontrolle. Ich weiß, ich weiß. Kann ich euch irgendwie behilflich sein, Handy? Nein, es ist doch nur deine Schuld, dass wir in der Patsche sitzen. Ich wollte nicht einschlafen, Handy. Bestimmt, ich wollte es ganz sicher nicht. Verschwinde jetzt, Fauli. Du siehst doch, wir haben zu tun. Hilfe, Naturi, unternimm doch was. Diese Vibration hält mein hochtrainiertes Gehirn einfach nicht mehr aus. Hilfe! Seid ihr alle in Ordnung? Uns geht's gut, doch jetzt sind die Flügel nicht mehr unter Kontrolle. Oh, oh nein! Nein! Oh nein! Erstaunlich. Einfach erstaunlich. Alle unverletzt? Ich glaube schon. Puh, war das ein wilder Flug? Da hast du abzuschlumpfig recht, Hefti. Mir ist noch ganz schwummerig. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie so viel Angst gehabt. Ich
Ich werde erst mal nachsehen, wo wir hier eigentlich sind. Hilfe, Hilfe, holt mich wieder rein! Helft mir, helft mir! Genau wie ich vermutet habe, wir fliegen immer noch. Aber nicht mehr lange, Schlaubi. Ich hoffe, ihr seid gute Schwimmer. Wir überqueren gerade den Ozean. Oh nein! Nein! Haltet euch fest! Haltet euch alle gut fest! Das kann man doch einer sensiblen Psyche nicht antun. Sind alle unverletzt? Ich hoffe, ja. Alles in Ordnung? Oh. Nein, es ist ganz und gar nicht in Ordnung. Es ist alles so verschwommen. Vermutlich habe ich eine schwere Gehirnerschütterung. Oh! Schlumpferje! Wir sind in einem Vulkan gelandet. In einem Vulkan? Nun, ich fürchte, das ist ein großes Problem. Hast du das gehört, Fauli? Hast du gehört, in welche Schwierigkeiten du uns gebracht hast? Diese Lavaformationen sind sehr aufschlussreich. Demnach bricht dieser Vulkan nur einmal in 500 Jahren aus. Na, immerhin eine gute Nachricht. Denn da dieser Vulkan nur alle 500 Jahre einmal aktiv wird, sind wir hier absolut außer Gefahr. Da hat Schlaubi recht. Fangen wir an, rauszuklettern. Wenn wir uns ranhalten, dann schaffen wir es. Ich würde sagen, in etwa einer Woche. Würdest du uns freundlicherweise mitteilen, wann die letzte Eruption war, Handy? Sofort. Also, wenn meine Berechnung richtig ist, dann war die letzte vor genau 500 Jahren. Auf den Tag genau. Der Vulkan bricht aus? Heute. Der Orkan hätte noch mehr Schaden anrichten können, wenn wir nicht vorbereitet gewesen wären. Wem sagst du das? Denn Wind kann zarter Haut sehr viel Schaden zufügen. Schnell, meine kleinen Schlümpfe! Die Windmühle! Die Windmühle! Was ist denn los, Papa Schlumpf? Ist die Windmühle denn beschädigt worden? Nicht nur beschädigt, Traumi. Die Windmühle ist einfach auf und davon geflogen. Oh, weia. Aber das Schlimmste ist, 6 meiner kleinen Schlümpfe haben diesen Flug unfreiwillig mitgemacht. Was können wir jetzt tun, Papa Schlumpf? Wir müssen so schnell wie möglich dein Schiff klar machen und dann werden wir diesem Sturm folgen. Das ist eine gute Chance, sie zu finden, falls sie überlebt haben. Wir laden die Vorräte und setzen sofort die Segel. Ei, ei, Papa Schlumpf. Und mit etwas Glück können wir... Oh nein, der Sturm hat mein Schiff zerstört. Oh, mein Papa Schlumpf, jetzt werden wir unsere Freunde niemals wiedersehen. Verloren für immer. Ich hasse verloren für immer. Unsinn, meine Schlümpfe. Wir werden das Schiff reparieren und versuchen, ihnen zu folgen. Entschuldige, Papa Schlumpf. Es wird nicht möglich sein, das Schiff zu reparieren ohne Handy. Er hat es erbaut und er ist der Einzige, der die Pläne kennt. Genau. Er hat recht, Papa Schlumpf. Einen Moment mal. Für einen Schlumpf gibt es das Wort unmöglich nicht. Ist das klar? Ich hasse unmöglich. Wir haben schon andere Hindernisse überwunden. Und wir werden es wieder schaffen. Komm schon, Schlaubi. Wir brauchen deine Hilfe. Ich bin mir noch nicht ganz über die aerodynamischen Implikationen im Klaren, die hier eine wesentliche Rolle spielen. Gesetzt den Fall, der Rotor wird verbunden mit der... naja, egal. Wieso überlässt du die Schlumpfodynamik nicht Handy, Schlaubi? Ausgezeichnet, das geht in Ordnung für mich. Aber immer bin ich ein intellektueller Prediger, der in einer einsamen Wüste herumschlumpft. Das ist gut. Jetzt nur noch ein Schlumpfimeterchen weiter nach rechts. Genau da. Schlaubi, du schmeißt den vorderen Schlumpfilisator an. Zumal das natürlich der wichtigste Teil der Arbeit ist. Absolut. Eine kluge Entscheidung könnte von mir sein. Wenn es hart auf hart gehen sollte, können wir auch ohne das Ding fliegen. Sieht ganz so aus, als ob die Feuersuppe gleich überkocht. Noch ein paar Stunden und der Vulkan fliegt uns um die Ohren. Oh, Handy! Ob uns der Wirbelschlumpfer rechtzeitig raustragen wird? Sicher doch, Schlumpfine. Ich hoffe es wenigstens. Was kann ich denn tun, Handy? Wo kann ich denn anpacken? Sag, was liegt denn an, ne? Tja, weißt du, Fauli, ich denke, du könntest vielleicht... Wir brauchen deine Hilfe nicht, Fauli. Stell dir vor, wir wollen sie nicht mal. Denn ohne deine Hilfe wären wir doch gar nicht hier. Und falls wir umkommen sollten, dann hast du alleine Schuld daran, ja! Und wenn du es machen solltest... Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Was denkst du denn so, Handy? Glaubst du auch, es ist meine Schuld? Nun, Fauli, weißt du, ich... Lass gut sein, Handy. Ich glaube, Schlaubi hat recht. Oh,
Schlaufi, das war so gemein. Mach dir keine Sorgen um mich, Schlumpfine. Ich gehe euch aus dem Weg, solange bis die Maschine gebaut ist. Zwirli wird das Segel in kürzester Zeit flicken. Und wenn wir dieses Leck repariert haben, dann wird dein Schiff so gut wie neu sein. Etwas weiter runter, Fabi. Noch etwas weiter. Gut. Ein Schlumpf weiter nach rechts. Haltet euch ran. Die Zeit wird knapp. Na also, wir haben es geschafft, meine Schlümpfe. Du hattest recht, Papa Schlumpf. Alles klar, Fabi. Kapp das Seil. Nun, Kapitän Traumi, setz die Segel in Richtung Ozean, während ich den Kurs ausrechne. Ei, ei, Papa Schlumpf! Los, ihr Landratten! Setz das Großsegel! Haltet das Segel straff! Zieht den Besan hoch! Acht Steuerbord! Ich übernehme das Ruder! Ich hoffe, Sie finden unsere Freunde bald. Espero que sí, Beauty. Oh, das ist ja Spanisch, Tulusi. Was heißt denn das? Woher soll ich das wissen? Ich kann kein Spanisch. Seid so, dass ich wirklich weglos bin. Wenn irgendwas schief läuft, dann werde ich beim Nickerchen erwischt. Ich bin zu müde, um darüber nachzudenken. Ich werde darüber nachschlafen. Ja. Fauli? Fauli! Die Schlümpfe brauchen dringend deine unglaubliche Kraft, deinen legendären Mut und ein schon sprichwörtlich zu nennendes klares Denkvermögen. Doch wenn du es wichtiger findest, ein Nickerchen zu halten. Nein, nein, Schlumpfine. Weißt du, schlafen ist sehr schlumpfig. Doch es ist nicht annähernd so schlumpfig, wie meinen Mitschlümpfen zu helfen, wenn sie in höchster Not sind. Wie kann ich dir helfen, Schlumpfine? Du musst dieses grauenhafte Monster verscheuchen, das unser Dorf angreift. Wieder so ein Störenfried? Nun, dann gehen wir es an. Alles, was ich dazu brauche, ist ein Schlumpfkatapult und eine Zwiebel. Oh, Fauli, du bist so klug und so furchtlos und so überhaupt. Eine Zwiebel? Fürchtet euch nicht, kleine Schlümpfe. Ich werde dieses Monster verjagen und dann werden wir heute Nacht alle wieder ruhig schlafen können. Ja! Hier ist eine Zwiebel. Ich danke dir. Und jetzt setzt mich auf das Katapult und lasst uns endlich die Sache hinter uns bringen. Ich war gerade mitten in einem schlumpfigen Traum. Wenn du soweit bist, feuer mich ab, Handy. Fauli, du bist so toll und so unglaublich stark und so gut aussehend. Ich will dir deswegen einen großen, dicken Kuss geben. Ich danke dir, Schlumpfine. Doch zurzeit sind meine Küsse sicher tödlich. Oh, Fauli, du bist so, so, so selbstlos. Sieht es genauso gut, wie es aussieht. Das werden wir gleich herausfinden. Schlumpft auf eure Station. Der Vulkan wird jeden Augenblick ausbrechen. Schlumpfen wir los! Schnell, Schlumpfine! Beeilt euch, wir schlumpfen in einer Minute ab. Nein, sofort! Der Vulkan kann jede Sekunde hochgehen. Wir warten auf Schlumpfine, sie holt Fauli. Oh nein, Fauli wird doch unser Ruin sein. Wenn wir auf ihn warten, werden wir alle verdampfen. Schlumpfine, vergiss Fauli! Nach der Eruption können wir ihn dann hier suchen. So schlimm wird's nicht werden. Schnall dich jetzt fest, Schlaubi! Sie sind gleich da! Fauli! Fauli! Es wird höchste Zeit, dass wir abfliegen! Oh, Fauli! Fauli, komm doch auf! Wir müssen uns beeilen! Bemühe dich nicht, Schlumpfine. Ich werde hier bleiben. Was? Ich habe es nicht verdient zu leben. Ich habe meine Freunde enttäuscht. Alles ist meine Schuld. Durch meine Schuld sind wir diesen Vulkan. Mach dich doch nicht lächerlich. Wir lassen dich nicht hier. Fang an zu schlumpfen. Sie sind hier. Schnall dich fest, Schlumpfine. Und wo soll ich sitzen, Handy? Da drüben, Fauli. Da sind gar keine Pedale dran. Ganz recht, Fauli. Wir wollen deine Hilfe nicht. Du bist zu unzuverlässig, Schlaubi. Es ist ein 5-Schlumpfstärken-Modell, Fauli. Es tut mir leid. Auf geht's, Handy. Wir müssen herauskommen. Voller Schlumpf voraus. Schlaf schön, Fauli, Faultier. Während wir uns hier für unser Leben abstrampeln.
Wir schlumpfen jetzt los. Jetzt schlumpfen wir. Wir schlumpfen. Schlumpf weiter, wir sind noch nicht aus der Gefahrenzone. Halt die Tür, Schlümpfe! Ich übernehme das Steuer. Ihr müsst weiter stampeln. Stampeln, was der Schlumpf hält. Gib dich auf, Schlümpfe, gib dich auf! Sterben wir alle! Hier stirbt keiner! Festhalten! Du hast es geschafft, Pauli! Du hast uns gerettet! Das habe ich, Schlumpfine, nicht wahr? Oh! Schlumpf weiter, wir können hier nicht landen. Ich kann nicht mehr länger weiter schlumpfen. Ich kann auch nicht mehr. Du musst ganz schnell einen Landeplatz finden. Ich suche ja schon, doch ich finde keinen. Los, verschwinden wir hier. Spring! Oh, mein Kopf, der tut mir weh. Das war haarscharf. Für eine Weile dachte ich, jetzt wären wir hinüber. Hefti, Hefti, das kann alles noch kommen. Noch sind wir nicht gerettet. Schlümpfe, Schlümpfe, seht nur, wir sind gerettet. Ein paar Schwimmer der Tübner-Schule haben uns entdeckt. Und ich glaube, sie wollen uns nach Hause bringen. Hä? Das sind keine Tümmler, Schlaubi, das sind Haie. Ein Hai? Wie geht's denn, Herr Hai? Ich bin Schlaubi Schlumpf. Sie wissen doch, Schlümpfe, niedlich, liebenswert und vor allem aller Tiere Freund, verstehen Sie? Ich fürchte, er hat mich nicht verstanden. Oh nein, und was machen wir jetzt? Hey, ihr Haie, Schlümpfe verspeist man nicht. Das gibt Verstopfung. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich muss gestehen, manchmal setzt du mich in Erstaunen, Naturi. Ich war meinen ganzen Weg noch nicht so durchgebrochen. Oder so nass. Oder so hungrig nach intellektueller Stimulation. In der Tat. Bist du sicher, Handy? Ab so schlumpfig, Schlumpfine. Das ist mein Achsenfett. Ich habe mich damit beschmiert, als ich mir den Kopf stieß. Und Fauli hat auch was davon an seiner Mütze. Du bist also gar nicht bei der Arbeit eingeschlafen. Du hast dir deinen Kopf gestoßen. Schlümpfe, wir schulden Fauli alle eine Entschuldigung. Vor allem, nachdem er unser Leben gerettet hat. Wir haben dich um Entschuldigung, Fauli. Vielen Dank, ihr Schlümpfe. Ich kann euch gar nicht sagen, was mir das bedeutet. Ich meine... Hey, seht nur, da! Das ist doch Traum, die suchen nach uns! Wir sind hier, Papa Schlumpf! Hilfe, Papa Schlumpf, hier sind wir! Hilfe, wir sind hier, Papa Schlumpf! Ich sehe sie! Ich wusste, wir finden sie. Durch das Ausrechnen der Geschwindigkeit und der Windrichtung. Ich hasse Wind! Volle Fahrt voraus, Traumi! Ja! Hurra! Hurra! Wir haben uns große Sorgen um euch gemacht, meine Schlümpfe, aber jetzt geht's nach Hause. Die neue Windmühle wird wirklich schlumpfig, Papa Schlumpf. Hervorragend, Handy. Ist Fauli denn eine echte Hilfe? Ach so schlumpfig, das ist er. Ich kann Fauli jetzt jede Arbeit anvertrauen. Ich bin stolz und glücklich, das zu hören, Handy. Natürlich ist er für manche Aufgaben besser zu gebrauchen als für andere. Thank you.